Ein wahnsinnig interessantes Thema, was jetzt kommt: Beugung. Also ich fand das ja jahrelang ein ominöses Ding, was eigentlich nicht wirklich sinnvoll für die Praxis wäre oder ist. Und mich hat es echt nicht die Bohne interessiert. Ich habe mich aber auch irgendwann mal eines Besseren belehren lassen, wobei natürlich in der Praxis manchmal kein anderer Weg drumherum führt, als die Blende einfach zu schließen. Jetzt lass uns mal drüber reden. Was ist Beugung? Woher kommt sie? Was macht sie? Wann ist sie existent? Was ist dann irgendwie da? Ja, da würde ich am liebsten erklären, wie, wenn jemand mit Beugung zu tun hat, wie sie ihm eigentlich auffallen sollte. Also, ich habe hier meine Kamera. Ich habe hier ein Hauptmotiv, auf das ich scharf stelle. Ich habe hier einen Vordergrund. Ich bin ein fürchterlicher Zeichner, aber das müssen jetzt einfach mal alle Eine Blume aushalten. soll es sein, ich Das erkenn's. soll eine Blume sein und hier hinten habe ich ein Haus. Gut, So. Hausblume erkennbar. Entscheidend ist, ich stelle hier drauf scharf. Hier ist mein Fokus. So. Was alle wissen ist, also wenn ich drauf scharf gestellt habe, ist die Blende, die ich habe, wurscht. Das, auf was ich scharf gestellt habe, ist immer Ist scharf. scharf, ja. Wenn ich aufblende, dann wird es nach vorne und nach hinten unscharf, relativ schnell. Der Bereich, der scharf ist, ist die Schärfentiefe. Das hat man ja schon mal. Wenn ich jetzt abblende, dann wird die Schärfentiefe, die ich hier habe, sagen wir mal, das hier wäre jetzt so die Schärfentiefe Wo wir aber gelernt bei, haben gerade, dass es trotzdem nur eine Ebene gibt, die scharf die ist. wirklich Es scharf gibt ist. aber nur einen Bereich, für den wir für scharf halten. Genau, Okay. in dem die Unschärfe so niedrig ist, Dass dass wir wir sie noch denken, es ist als scharf. scharf, dass wir sie noch als Okay. scharf akzeptieren. Sagen wir mal, das hier wäre Blende 1 zu 4. Dann gehe ich hier und blende mal ab auf Blende 1 zu 8. Hier, das wäre 1 zu 8. Und dann mache ich mal noch weiter und blende ab auf 1 zu 16. Die geht nach hinten dann ein bisschen weiter raus. Es ist immer hinten so ein bisschen mehr, kann man sich Hinten ist es merken. mehr. Ein Drittel vorne, zwei Drittel hinten. Ja, das ist ein Drittel vorne, zwei Drittel hinten, gilt hier irgendwann in der Mitte. Im Nahbereich ist es nahezu symmetrisch und also ist es nahezu gleich. Und im Fernbereich ist es so, da ist vorne was und hinten geht es unendlich weit. Also Okay. ist es Es mit hängt so ein ein bisschen Drittel, ab, auch zwei wohin man Drittel, fokussiert. ja, es ist mit Gut, ein Drittel, zwei gut, Drittel ist eine Sache. gut. So, was man auffällt, ist, je weiter man abblendet, umso größer wird diese Schärfentiefe. Das ist ja erstmal cool. Ich meine, Das ist ja erstmal ja cool. klar, ich krieg alles scharf. Und weil das so toll ist, blende ich immer weiter ab. Also ich habe hier schon mal 1 zu 8, 1 zu 4, 1 zu 8, 1 zu 16, 1 zu 22. Ich meine, wenn ich so gerade im Vollformat-Bereich, wenn ich ein Objektiv habe, komme ich vielleicht mal auf 1 zu 32. Und dann steht was ganz Interessantes. Nach vorne und hinten wird es zwar schärfer, aber auf einmal kann ich die Wimpern von dem, den ich da Die Mitte fotografiere, wird unscharf. nicht mehr erkennen. Okay. Und das ist es. Wenn ich diese Beugung, ich habe bei 1 zu 4, um nochmal auf diese Farben zurückzukommen, bei 1 zu 4 habe ich von hier bis hier meine Schärfentiefe und hier eine richtige, super tolle Schärfe. Bei 1 zu, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die richtigen Farben habe. Bei 1 zu 8, da sieht das Ganze so aus. Hier, naja, ich habe es jetzt nicht schön gezeichnet. Das ist auch wieder hier meine perfekte Schärfe. Und hier ist meine Schärfentiefe. Und jetzt, das sieht so ein bisschen ominös vielleicht aus. Macht doch grün. Ne, Grün grün kann man mache ich es. erkennen. So, ich mache es mal hier. Hier habe ich meine Person. Mache ich jetzt nochmal hier. Bei 1 zu, machen wir mal 1 zu 22, da entsteht nicht mehr sowas, dass hier mein Bild perfekt scharf ist, sondern es entsteht so ein Tunnel hier. So Die ein Tunnel. physikalische Begründung ist wahrscheinlich, dass an den Kanten. An den Kanten, irgendwie drücke ich hier, glaube ich, drauf, Ja, jetzt. dass in den Kanten sich das Licht sozusagen wölbt, oder? Ja, das zeige ich. Das zeige ich jetzt gleich. Und zwar. Es entsteht ein Tunnel, das ist so wie so ein Trichter, wie so eine Vase. Also, So in etwa. Ich ja. erkläre mal, es ist in der Fotografie immer so, ich gebe was und ich krieg was. Und ich kann immer sagen, je mehr Schärfentiefe ich habe, desto weniger maximale Kernschärfe habe ich. Also hier, die Kernschärfe im Fokusbereich, die reduziere ich. Wenn dieser Schärfeverlust hier in meinem Fokusbereich
so gering ist, dass er mir nicht auffällt, ist es egal. Aber irgendwann ist es so, ich bekomme ganz viel Schärfentiefe, aber so richtig knackscharf ist das Bild dann gar nicht mehr. Und das ist das, was in der Praxis auffallen sollte. Meine kurze Frage, kreuzen sich die Strahlen dann gar nicht mehr? Doch, die kreuzen sich schon noch. Die kreuzen sich schon noch, aber die kreuzen sich hier in verschiedenen Bereichen. Also, laufen komplett konfus so ein bisschen durcheinander. Nein, es werden keine kleinen scharfen Punkte mehr abgebildet, sondern das Bild setzt sich aus unscharfen Kreisen zusammen. Oder unscharfen also lauter Streukreise, so ja, ein leichtes ja. Es wird auf einmal wieder unschärfer. Also das Bild wird ab einer gewissen Blende unschärfer, wenn ich abblende. Und wenn diese Blende, wenn diese Unschärfe so stark ist, dass sie meine Bilddetails beeinflusst, dann sagt man, jetzt fängt die Beugung an, kritisch das Ganze zu beeinflussen. Aber de facto ist es wieder so wie bei dieser komischen Fokusbereich. Mhm. Eigentlich hat man immer Beugung in gewisser Weise. Ja. Bloß am Anfang ist es halt nicht sichtbar. Ja. Und wenn wir höhere Auflösung bekommen, wenn wir höhere, dann wird es wahrscheinlich immer weiter sichtbar werden, oder? Ja. Also keine Beugung gibt es nicht. Keine Beugung gibt es aktuell nicht. Aktuell ist die ist nur nicht wirksam. Okay. Okay. Nicht bildwirksam. Interessante Sache. Für die wirklich wissen wollen, was das ist, nur ein ganz kurzes Beispiel. Ja, mach Hardcore steht heute. Das ist. Ich habe hier einen Hafen, so. Und hier habe ich eine Keimauer. Hier habe ich eine Keimauer. Und hier ist die Öffnung, hier, durch die Wellen kommen können. Jetzt musst du blau machen. Jetzt passiert Folgendes. Hier kommt das Wasser mit geraden Wellen. Das sind genau die gleichen Wellen, die das Licht hat. Diese Wellen können nur hier durch die Öffnung durch. Das heißt, sie quetschen sich erstmal? Ja, quetschen werden sie nicht. Die in der Mitte kommen durch. Weiter. Ja, hier gehen geradeaus weiter. So. Und hier an der Ecke passiert aber Folgendes. Hier ist so ein kleiner Anteil, der sich so ausbreitet. Hier. Der wird hier an der Ecke gebrochen. Boah, ich glaube, ich habe zum ersten Mal physikalisch. Thilo, wir verstehen Beugung. Ja. So. Dieses Wasserhafenbeispiel ist der Hammer. Ja. Also hier, das kann man sich richtig gut vorstellen. Das heißt, was hier ankommt, sind Interferenzen. Ist ein Gemisch aus dem ursprünglichen Originalbild, aus dem Licht, so wie es aussehen soll, aus den Störungen von der einen Seite der Blende, das ist nämlich unsere Blende hier, ja, klar, und von der Störung auf der anderen Seite. Je mehr ich diesen Hafen sozusagen zumache mit der Keimauer, umso weniger richtig gerade durchgehende habe ich, umso mehr Interferenzen kommen zustande. Ja. Umso geringer ist der Anteil der Korrekten und der Anteil der Störenden, der bleibt gleich, aber der korrekten Informationen wird immer weniger und irgendwann kippt das Ganze hier und die Störungen sorgen dafür, dass ich überhaupt nicht mehr meine Leistung erreiche. Jetzt mal eine wirkliche Hardcore-Frage. Kann man das irgendwie... Haben unterschiedliche Objektive unterschiedliche Blendengrößen? Weil wir haben jetzt ja gerade in den Videos vorherig haben wir ja gelernt, dass das gar nicht die Öffnung so richtig ausschlaggebend ist für das, was wie gemessen wird, mit Licht gemessen und sonst was. Also wir haben ja bei dem 12-24 hier irgendwie gesagt, das ist eigentlich eine viel zu große Frontlinse für die Blende von 5-6. Gibt es da irgendwie Objektive, die mehr beugungsanfällig sind und andere, die weniger? Gibt es sowas oder ist es rein... Also du hast mich jetzt gerade völlig kalt erwischt, denn... Verantwortlich ist tatsächlich die Apertur und nicht die Blende. Ja. Also wenn ich hier meinen Graufilter draufsetze und aus meiner Blende 2,8 eine Blende 5,6 wird, dann habe ich nur noch die Lichtmenge von 5,6, aber die Beugung, die habe ich von 2,8. Genau. Also wenn ich tatsächlich das Licht reduzieren möchte, wenn ich abblenden möchte, um das Licht zu reduzieren für Langzeitaufnahmen, aber nicht mein Bild durch Beugung kaputt machen möchte, dann gehe ich nicht auf 22, dann nehme ich einen Graufilter oder einen Fader. Okay. Aber es gibt keine Objektive, die jetzt irgendwie eine kleinere Blende haben als andere und damit Beugungs... Weil so wie wir das jetzt gelernt haben, hat es ja gar nichts zu tun, wie groß die wirkliche Blende ist, was dann nachher wirklich an Licht durchkommt und wie es gemessen wird, oder? Also es gibt Objektive, also... Also jetzt werden wahrscheinlich alle Zuschauer gerade völlig abdrehen, aber das ist ja die logische Konsequenz aus allem dem, was wir vorher gelernt haben, dass Diese Blende, das ist ja auch nur ein Konstrukt aus allen Dingen, die sich da drin befinden. Das heißt, alle Linsen ergeben irgendwie eine Brennweite plus eine Blende. Die Blende ist durch die Blendenlamellen definiert. Also das ist das Bauteil, das du da siehst, das dazugeht mit diesen schwarzen Lamellen. Ja, das ist auf der Blendenebene, das ist ganz klar definiert. Und das ist immer gleich
Die Apertur ist, es ist nicht immer gleich, aber die Apertur ist immer. Okay, die Apertur okay, ist gut. Immer gleich. Hatten wir das geklärt. Es gibt ein paar Spezialobjektive, die haben ein bisschen anderes Beugungsverhalten, aber da möchte ich echt nicht drauf eingehen. Also das ist Großformatfotografie aus den 80er Jahren. Okay, okay, gut. Also das ist nicht mehr aktuell. Wunderbar, dann haben wir das wenigstens mal. Weil ich bin gerade durch diese Apertur-Blende-Sache, ja. Hätte ja noch zu anderen Sachen führen können. Weil, ja. Okay, gut. Beugung. Jetzt, wie schädlich ist das jetzt gerade, was mit Millimeter, Linien pro Millimeter betrifft oder sowas? Wie hart kracht das rein? Das ist für Hochleistungsobjektive und Hochleistungskameras brutal und für schlechte Objektive gar nicht kritisch. Also 12 Megapixel 5D Mark I, völlig egal? Nö, das ist nicht unbedingt. Das ist immer die Frage, was für ein Objektiv ich dran habe. Ich erkläre es mal. Okay. Ich erkläre es mal. Also, es ist so eine von meinen schrecklichen Kurven, die man von mir immer lesen muss oder anschauen muss. Wir sind ja langsam gewohnt alles. Ja, hier haben wir die Auflösung. Ich schreibe jetzt hier nicht irgendwas mit Linienpaaren pro Millimeter klar. hin, sondern ich sage mal, ich gebe das immer gern als Wirkungsgrad an. 120% Wirkungsgrad heißt, das Objektiv ist viel zu gut. Ich habe nur noch Bildstörungen. 100% heißt... Also Moiré. Ja. 100% heißt, theoretisch Idealauflösung wird kaum erreicht. Dann hier habe ich dann irgendwie 50%. Wo liegen die meisten? Also wenn ein Objektiv, ein modernes Objektiv, das so 85%, das ist schon sehr, sehr gut. 90% ist ausgezeichnet. Und wenn es dann so 100% erreicht, dann ist es eine Spitzenauflösung. Heißt aber, wir müssen echt auch schon aufpassen auf Artefakte und Morés. Okay, okay. Ja. Also dann fängt schon wieder der nachteilige Part an. Es gibt nichts, was ich bekomme, ohne dass ich dafür was zahlen muss. Okay. So, hier habe ich meine Blenden. Machen wir jetzt mal hier 2,8. Nicht mal der Tod ist kostenlos, denn der kostet das Leben. Sage ich jetzt nichts dazu. Okay, 8, 11, 16, 22, 32 mache ich gar nicht. So, wenn ich jetzt ein Objektiv habe, also es gibt so eine Grenze hier. Das ist die Beugungsgrenze. Und die sorgt einfach dafür, hier wird Auflösung begrenzt. Da kann man nichts machen, das ist Physik. Man kann Beugung übrigens nicht aufhalten. Die Beugungskorrektur, die in den letzten Kameras verwendet wird, die funktioniert bei Kanten, aber nicht bei feinsten Strukturen. Man kann die Unschärfe... Gibt es schon eine Beugungskorrektur in Kameras? Ja, ja. In welchen? Sony hat damit begonnen. 7R oder was? Nee, ich glaube schon früher. Müsste ich jetzt nachschauen. Machen die das? Die waren da, kann ganz man das stolz. Einstellen? Ja. Wo? Das macht in der Kamera. Es gibt eine Beugungskorrektur. Ja, also die rechnen... Oh, ich habe 4 Sony-Kameras, ich habe Jahre gearbeitet. Ich hab die rechnen die Unschärfe raus, und zwar ist es so, wenn das Objektiv noch stärker abblendet, wird die Scharfzeichnung ein bisschen angepasst und die Beugungsunschärfe... Aber nur an den Kanten? Nur an den Kanten, es funktioniert nur an Kanten. Ja, klar, weil sie ja Strukturen nicht erkennen. Ja, nee, die Information, Tino, die weg ist... Tino, kennst du eine Beugungskorrektur an Sony-Kameras? Ja, Diffraction Control oder Diffraction Compensation. Okay, das könnte sein, ja, das könnte sein. Auch. Olympus macht es auch. Macht Olympus auch und ich meine ein paar andere auch. Aber wie gesagt... Nur an Kanten. Es geht nur an Kanten, weil Information, die weg ist, kann ich nicht mehr reinrechnen. Ja, so. Also das ist die Grenze. Da kann ich machen, was ich will. Das hilft gar nichts. Mhm. So. Jetzt, wenn ich ein Objektiv habe, das eigentlich eher so im mauen Bereich ist, das hier so eine Auflösung hat, hier ist es gut, dann fängt es natürlich erst an, hier abzustürzen. Wenn ich jetzt ein Spitzenobjektiv habe hier, das hier super Werte erreicht, dann fängt es natürlich schon an, früher was von der Beugung also, zu haben. Also willst du mir gerade erzählen, bei 22 sind alle gleich? Hier, ja. Das ist auch schon mal eine Aussage. Es sei denn, das Objektiv ist optisch so schlecht, dass das es hier, schon vorher dass es hier unten, dass es vorher, also, oder dass ich hier nur noch Verwacklungen habe oder es gar nicht mehr geht. Aber im Endeffekt ist es so, ich kann über die Beugungsgrenze nicht hinaus. Das ist jetzt übrigens hier, so wie ich es jetzt eingezeigt habe, hier mit 5,6, das ist also das ist ein bisschen sehr streng. Ja, also wir haben das jetzt gerade, du hast es jetzt gerade aus der Hand gezeichnet. Also ja. Das ist schon klar, dass das nicht 100% eine wissenschaftliche Erörterung ist hier. Ja. Okay, Beugung macht jedes Objektiv kacke. Ja. Egal wie teuer. Ja. Es ist bloß die Frage, wie hoch kommt es halt in den unteren Bereichen. Ja. Wie hängt jetzt die Kamera mit dazu rein? Ich würde sagen, die Kamera verändert diese gestrichelte Linie. Die Kann Kamera, die Sensorgröße und die Auflösung. Der Pixel-Pitch so. Der Pixel-Pitch, der verändert das Ganze. Der schiebt dann diese komplette Linie sozusagen hoch und runter. Genau. Und je dichter die Pixel liegen, umso früher tritt Beugung ein. Ja.
Also, auf was ich würde hier eine Sache noch ganz gerne hier noch ergänzen. Und zwar, wir reden immer von Auflösung. Wie gut ist die Auflösung vom Objektiv? Also ich habe beim vorigen Interview habe ich mal erzählt von einem Motorrad, Geländemotorrad, das nur in einem ganz schmalen Drehzahlbereich eine Wahnsinns PS-Leistung hat. Das hat mich immer abgeworfen, wenn ich nicht aufgepasst habe. Dieses Objektiv hier hat eine wahnsinns hohe Auflösung, aber eine ganz geringe Flexibilität. Denn um diese hohe Auflösung hier zu behalten, muss ich mich eigentlich immer zwischen Blende 4,0 und vielleicht 6,3 bewegen. Bei dem Objektiv hier ist die Auflösung zwar insgesamt niedriger, aber es ist konstanter. Das heißt, wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, dann kann ich irgendwie zwischen Blende 3,2 bis Blende 9 variieren, ohne dass ich aufpassen muss. Das heißt, eine höhere Auflösung, eine höhere Spitzenleistung heißt natürlich auch, dass die Flexibilität geringer ist. Und jetzt kommen wir auf was ganz was Wichtiges. Wenn die Beugung hier zuschlägt und hier hinten meine bevorzugten Blenden begrenzt, dann ist es sehr wichtig, dass ich Objektive habe, die eine gute Offenblendleistung haben. Mhm. Das erzähle ich, bevor ich jetzt zu den verschiedenen Formaten komme. Warum? Weil die möglichst hoch dann starten schon. Nee, damit ich nicht nur zwei Blenden habe, in denen ich arbeiten kann, sondern drei oder vier Blenden. Okay. Dass ich einfach flexibler mit dem Objektiv arbeiten kann. Wir sind ja eher bei 2,8, wir sind ja nicht mal bei 1,4. Ne? Ja, das ist. Und bei 1,4 kommt dann wieder dieses Offenblende-Sach hinzu, dass dann. Also eigentlich ist ein Bereich von Objektiv, der wirklich spitze ist, zwangsweise immer begrenzt. In der Mitte. Muss nicht immer in der Mitte sein. Komme ich gleich dazu. Also das war mal hier so ein Beispiel. Jetzt ist es so, vielleicht erinnert ihr noch an dieses Durcheinander da im Hafenbecken. Ja. Ist natürlich so, wenn ich in dem Hafenbecken da relativ grob mir das Ganze anschaue, dann stören mich diese Störungen nicht so sehr. Aber je anspruchsvoller ich da hinten an dem Hafenbecken bin, umso mehr wirken natürlich auch die Störungen rein. Und das ist die Sache mit dem Pixel-Pitch. Also der Pixel-Pitch ist der Abstand zwischen zwei Zeilen oder zwei Spalten. Und es ist ganz klar, je höher die Pixel, wenn ich den gleichen Sensor habe, APS-C, und ich habe einmal 6 Megapixel auf dem APS-C-Sensor und ich habe einmal 24 Megapixel auf dem APS-C-Sensor. Also viermal so viel. Das heißt, dass Pixel-Pitch ist viermal so hoch? Nein, zweimal so hoch. Zweimal. Das hier wäre die Taktung von 6 Megapixel. 6 Megapixel. Und um 24 draus zu machen, brauche ich nicht hier 4, sondern brauche ich 8. 8. Und hier statt 2 brauche ich hier 4. Das heißt, da, wo vorher ein Pixel war, sind jetzt 4 drin. Genau. Das heißt, dieser Abstand hier, diese Abtastfrequenz, diese Feinheit, ist doppelt so hoch. Es kann also sein, dass die Beugung sozusagen innerhalb des einen Pixels stattfindet, plötzlich sichtbar wird und vorher nicht sichtbar war. Ja. Ein Objektiv, das ich auf so einem Sensor verwende, muss doppelt so hoch auflösen wie auf so einem Sensor. Und das heißt aber, diese gestrichelte Linie, die sackt ja extrem nach unten, oder? Nö, das ist erstmal. Ja, tut sie. Also das ist erstmal die Auflösung. Ja. Das hat noch nichts mit der Beugung zu tun. Die Auflösung muss besser sein, deswegen müssen die modernen Objektive besser sein an den modernen Kameras. Aber Beugung, haben wir ja gelernt, ist gar nicht veränderbar, weil es ja physikalisch bedingt ist. Das heißt, würde also die Veränderung der erlaubten Abweichung automatisch die Linie nach unten schieben. Genau, das passiert. Gib mir mal so ein paar Richtlinien oder Richtwerte. Mittelformat, Vollformat, APS-C. Und MFT. Also Erfahrungswerte, die ich habe, also Erfahrungswerte aus den Labortests sind folgendermaßen. Ja, Labortests wären mir besser lieber als Erfahrungswerte. Ja, ich habe die Erfahrung aus den Laborwerten. Das ist das Beste. So, also ich gehe jetzt mal hier ein bisschen weiter. Ich mache 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 16, 8, 11, mein Gott. 16. Ja, wir haben bald aus heute. 22. Okay, gut. So, und hier haben wir jetzt quasi, hier machen wir mal 100%, also Top-Auflösung. Ich habe festgestellt, dass die Auflösung bei KB, bei Vollformat, liegt die in etwa, das hängt natürlich jetzt auch immer davon ab, was für einen Sensor ich habe, also ob ich jetzt
ob ich jetzt eine alte 5D erste Version habe mit 11 Megapixeln oder 5D oder eine 5DS mit 50. Also das ist schon was anderes. Aber normalerweise ist es so, bei Kleinbild setzt der Effekt ungefähr hier ein. Also ich würde 11, 16. nicht weiter als Blende 16 gehen. Ja. 11, wenn ich Hochleistungsobjektive habe. Also nehmen wir mal so ein System, das richtig ausreizt im Vollformat. Die Sony, die 7R2, 42 Megapixel mit einem Objektiv drauf, das auch sehr viel auflöst. Also so, nehmen wir mal das 55er Zeiss, 1.8, das ist ein sehr gutes Objektiv. Also da merke ich bei Blende 11 schon die ersten Verluste. Schon bei Blende 11? Ja, merke ich schon die ersten Verluste. Weil das spielt ja auch hier auf ganz hohem Niveau. Wenn ich dagegen was habe, was eher mau ist, dann geht auch schon 16. Bei APS-C ist es so, bei APS liegt sie ungefähr hier. Also eine Blende versetzt ist das, ne? Eine Blende versetzt. Also da würde ich mal sagen, hier Blende 11. Hier hatten wir. Und auch wieder hier, wenn es eine High-Megapixel-APS-C-Kamera ist. Ja. Was sind da der höchste Pixel-Pitch? Was sind die Auflösungen? Ich glaube, das höchste hatte die Samsung mit 28. Ja, das war APS-C. Aber jetzt hat die D7. Die hat auch. D500 hat, glaube ich, auch 26 Megapixel. Boah. Da muss man nachgucken. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das war so sehr hoch. Ja. Ja, also die ist. Das ist ja fast D800, das ist ja über D810-Niveau. Ja, wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen bei Canon. Nee, Canon mit 24 Megapixel, die haben ein 1,6 Crop. Stimmt, das ist noch kleiner und hat 24. Ja, die sind empfindlicher als Nikon mit 24 Megapixel. Weil die haben einen 1,5 Crop. Das sind sie ja noch ein Stück kleiner. Und da das die Diagonale ist, 1,5 zu 1,6, ist das ein ordentliches Stück, ne? Von der Flächenberechnung. Das merkt man schon. Sieht immer so nach 0,1 aus. Und MFT? Bei MFT ist die Kurve ungefähr hier. Also wieder eine Blende. Ja. So, jetzt könnte man ja sagen, ganz klar, da gibt es nur eine Antwort. Muss ich Vollformat nehmen? Bei Vollformat setzt die Beugung viel später ein. Ich habe viel mehr Flexibilität mit Vollformatobjektiven. Weil die Beugung ja bei Micro Four Thirds und bei APS früher einsetzt. Ja, wäre der Fall, wenn die Fotografie beim Blenden nach vorne die gleichen wären. Ne? Genau. Und zwar ist es so, normalerweise, die Vollformatobjektive, die haben, dadurch, dass sie komplexer sind, dadurch, dass ich teilweise auch noch sehr viele ältere Modelle habe, dadurch, dass sie schwieriger, also je größer ein Objektiv ist, je größer ein Format ist, desto schwieriger ist es zu konstruieren. Man macht sie deswegen auch in der Regel lichtschwächer. Mhm. Also die Lichtstärken im Vollformat bei den Zooms, ich meine, man sieht sehr schön. 2,8. Man sieht, ein super Beispiel ist von Sigma das 50 bis 100, Lichtstärke 1,8. Ich meine, das ist bei APS-C schon eigentlich unvorstellbar. Aber bei Vollformat wäre das, glaube ich, nicht zu konstruieren. Das wäre ja. Ja, ja. So aber das Objektiv. Ist ein APS-C-Objektiv und kann deswegen auf 2,0. Deswegen kommt man in die Lichtstärken rein. Was du sagen willst, ist, dadurch, dass die APS-C-Kameras sozusagen offenblendigere Objektive haben, ist es einfach nur ein anderer Bereich, den man fotografiert. Man kann sie, oder es ist das, die was. Die Blende, die man hinten verliert, gewinnt man vorne. Das muss der Hersteller machen, wenn er ernst genommen werden möchte. Mhm. Also das, was er hier verliert, also im Endeffekt ist es so, hier. So sieht der Bereich aus. Ah, jetzt habe ich es in Rot gemacht. Ist egal. Wir müssen noch weiterkommen. Wir haben noch 30 andere Themen. Ja, nix ja. So, hier. Jetzt mache ich es nochmal ganz schnell hier. Im Endeffekt, APS-C findet hier statt. Und Micro Four Thirds. Entschuldigung. Findet hier statt. Und das ist das, was wir real beobachten. Das nämlich bei Micro Four Thirds, schaffen es. Die Blenden vorne weiter anfangen. Die Offenblenden deutlich effizienter zu machen, dadurch, dass die Objektive kleiner sind, können sie die nutzbaren Blendenbereiche in die lichtstarke Grenze drängen. Und das, was sie hinten durch Beugung verlieren, das gewinnen sie vorne in den hohen Lichtschärfen. Bräuchte man eigentlich einen eingebauten ND-Filter bei den Kameras, oder? Oder halt einen guten mit dabei. Das kann man, also so kann man auf alle Fälle die Abblendung vermeiden. Geil, haben es kapiert. Wir sagen, wir beenden mal das Video. Wir haben noch ungefähr 200 Themen. Okay, streich mal zwei.